Die Ghost hatte Kurs gesetzt auf die Robbengründe der Beringsee. Auf dem Schiff war der Teufel los. Leach schien von einer unersättlichen Wut besessen zu sein. Wolf Larsen brauchte nur an Deck zu erscheinen, dann ging es los. Frank muss von auf die Ufti, du Ratte! Du Mörder! Pass auf, ich erwisch dich schon noch! Du wirst schon sehen, Wolf Larsen! Pass auf, du wirst schon sehen! Du feiges Schwein! Du Dreckskerl! Pass auf, Mann! Noch. Halt das Schiff auf Kurs oder ich bring's dir bei! Du Menschenschinder! Ich glaube, dass Larsen in diesem Augenblick genau spürte, wie Leach die Wanken hinunterkletterte, um zum nächsten Schlag auszuholen. Aber er verhielt sich wie unbeteiligt. So, als habe er mit dem Ganzen überhaupt nichts zu tun. Hätte Larsen jetzt eine Erschütterung gezeigt, er wäre unglaubwürdig geworden. Aber er blieb völlig unbewegt. Bist du verrückt? Lass mich! Gib das Gewehr her! Idiot! Wie oft habe ich euch gesagt, dass ihr die Munition nicht in euren Kleiderkisten verstauen sollt? Eure Sachen sind klamm. Das Pulver wird feucht und die Munition wird unbrauchbar. Also was soll das? Mit unbrauchbarer Munition könnt ihr keine Robben schießen. Wie oft soll ich euch das noch sagen? Das Schweigen an Bord sprach eine deutliche Sprache. Die Seeleute registrierten einen Erfolg für Larsen. Die Unruhe, die durch den Tod von Ufti Ufti entstanden war, schien unterdrückt zu sein. Das Ungeheuer Larsen hatte wieder einmal eine Partie gewonnen. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Warum bringen Sie Leach nicht um? Sie sind doch sonst nicht so zurückhaltend, Sir. Warum soll ich mir den Spaß nehmen? Außerdem tue ich ihm einen Gefallen. Wir beide sind Spieler, er und ich. Er muss nun mal aufbegehren. Im Widerstand fühlt er sich wie ein König. Er hat ein Ziel. Eine Aufgabe, die ihn ganz erfüllt. Den Wunsch, mich zu töten. Und die Hoffnung, dass er es doch eines Tages schafft. Wirklich, Hamp. Er führt ein königliches Dasein. Sie spielen ein gemeines Spiel, Larsen. Sie sind ein Sadist. Sie sind Leach sturmhoch überlegen an Intelligenz und Kraft. Sie könnten seine Gehirnschale zerquetschen, wie Sie eine Kartoffel in der Hand zerquetschen. Aber ich weiß, Sie genießen es, wenn er zappelt. Das Schauspiel, das Sie inszenieren, genießen Sie. Der handelt wohl niedriger von uns beiden. Sie oder ich. Sie schließen ständig Kompromisse mit Ihrem Gewissen. Wenn wirklich Mumm in Ihnen stecken würde, dann würden Sie gemeinsame Sache mit Leach und Johnson machen und mich umbringen. Aber sie haben Angst. Sie wollen leben. Sie trauen sich nicht, etwas zu riskieren, so sehr wollen sie leben. Sie haben Angst, dass es vielleicht schiefgehen könnte. Und sie nicht mich, sondern ich sie umbringen würde. Der Feigling bin nicht ich, der sind sie. Dann stehen sie da und sind platt. Und je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr erschien es mir als meine Pflicht zu tun, was er mir geraten hatte. Gemeinsame Sache mit Leach und Johnson zu machen, um ihn zu beseitigen. Der Gedanke ließ mich nicht mehr los. Es musste eine gute Tat sein, die Welt von diesem Ungeheuer zu befreien. Es war mir klar, dass ich noch eine Menge an mir arbeiten musste, bevor ich Larsens körperliche Fähigkeiten auch nur annähernd erreichte, wenn ich das überhaupt je schaffen würde. Die nächsten 7 oder 8 Tage geschah nichts Besonderes. Eine Art Waffenstillstand schien auf dem Schiff zu herrschen. Wir mussten etwa die Route der Transpazifiklinie erreicht haben. Herr von Weiden, können Sie mir sagen, wie weit wir von der Küste entfernt sind? Und in welcher Richtung Yokohama liegt? Was Leachs Frage bedeutete, war mir natürlich klar. Sie wollten fliehen. 500 Meilen. West-Nordwest. Danke. 500 Meilen in einem kleinen Boot über die offene See. Konnten Sie das schaffen? Am nächsten Morgen schaute ich nach den Booten. Eins fehlte. Der Mann, der Larsen die Meldung von Leachs und Johnsons Verschwinden brachte, druckste herum, als könnte er die Nachricht, wenn er sie ihm in kleinen Portionen beibrachte, schmackhafter machen. Und die Wasserfässer. Und die Kisten mit dem Fresszeug von all den anderen Booten sind auch weg. Und das Bettzeug und die Seesäcke von Leach und Johnson sind auch weg.
Ein Mann in den Ausguck! Ein Mann in den Ausguck! Kurs West-Nordwest! Kurs West-Nordwest! Der Wind war günstig, wenn auch unbeständig. Larsen holte jedoch alles aus der Ghost heraus, um den beiden den Weg zur japanischen Küste abzuschneiden. Als er das erreicht zu haben meinte, kreuzte er hin und her in der Überzeugung, irgendwann auf sie zu stoßen. Mir schien, dass man ebenso gut eine Stecknadel in einem Heuhaufen hätte suchen können. Aber am Morgen des dritten Tages erklang tatsächlich die Stimme des Topgasten. Boot! Steuerbord voraus! Da sind sie! Was Leach und Jonsson zu erwarten hatten, war mir nur allzu klar. Zumindest würde er sie erbarmungslos zusammenschlagen und keiner an Bord würde einen Finger für sie rühren. Ich weiß nicht, was mich trieb, aber ich darf versichern, dass ich in diesem Augenblick fest entschlossen war. Mehr noch, ich war sogar vorbereitet. Für trockene Munition hatte ich schon gesorgt. Sehen Sie mal, was da am Mast sitzt. Wenn das keine Frau ist, bin ich auf der Mast. Kein Zweifel, es war eine Frau. Ihr Anblick versetzte uns in ungeheure Aufregung. Außer Wolf Larsen, der offensichtlich enttäuscht war, dass er nicht sein eigenes Boot vor sich hatte. Uns hingegen schien sie ein Wesen aus einer anderen Welt zu sein. Ein wenig unglaubhaft, nicht ganz wirklich. Keine Angst. Ich zieh sie auf. Das geht schon. Und auf. Ich halte sie schon. Ja, ich bin gern. Komm, pack an. Und jetzt ihr. Los, beeilt euch. Und der Nächste. Komm raus. Na los, und jetzt. Herr van Weyden, wollen Sie die Dame nach unten bringen und für ihre Bequemlichkeit sorgen? Setzen Sie die freie Backbordkajüte in Stand. Oder lassen Sie es den Smooth tun. Da habt ihr aber Schwein, das und sehen Sie mal zu, was Sie für ihr Gesicht machen können. Ziemlich schlimm verbrannt. Was ist passiert? Schiff auf vollen Riff. Was für ein Schiff? City of Kongsi. Wann war das? Gestern am Nachmittag. Da habt ihr aber verdammt Glück, dass wir euch jetzt schon aufgefischt haben. Entschuldigen Sie. Sie sollten sich wirklich nicht so bemühen. Ich komme schon zurecht. Danke. Wissen Sie... Es war so. Wir dachten, wir würden jeden Augenblick Land sehen. Wir erreichen es doch noch vor Anbruch der Nacht. Oder glauben Sie nicht? Ihre Zuversicht erschreckte mich. Wie sollte ich ihr die Situation und den seltsamen Mann erklären, der wie das Schicksal das Meer abschritt? All das, was zu begreifen mich Monate gekostet hatte. Bei einem anderen Kapitän würde ich sagen, dass Sie morgen in Yokohama sind. Dieser Kapitän ist ein merkwürdiger Mann. Sie müssen schon auf alles vorbereitet sein. Verstehen Sie? Auf alles. Nein, ich verstehe Sie nicht. Ist es nicht so, dass man Schiffsbrüchigen zu helfen versucht, so gut man kann? Das Land ist so nah. Ist es zu viel verlangt, uns an Land zu bringen? Nein, ich glaube nicht. Aber ich möchte, dass Sie nicht enttäuscht sind, wenn es nicht geschieht. Wissen Sie, dieser Kapitän ist ein... Naja, keiner weiß im Voraus, was im nächsten Augenblick diesem Mann einfällt, was er machen wird. Ja, ich verstehe. Bring die Koje in Ordnung, Merridge. Und mach ein bisschen sauber. Boot in Sicht! Boot, Steuerbord voraus! Wetten, Herr van Weyden, dass das Leach und Johnson sind? Wir sind Leach und Johnson. Alle Mann waren an Deck. Denn sie wussten, dass etwas los sein würde, wenn Leach und Jonsson an Bord geholt noch erwischen mussten. Sie hätten das Land doch nicht erreicht, das steht fest. Wer weiß? Zähe Burschen, die beiden. Und wenn sie noch so zäh sind. In der nächsten Stunde kann sich keine solche Nussschale auf See halten. Ein Glück für Sie, dass wir sie jetzt auffischen. Drei Heizer. Der vierte war Maschinist. Aber wir werden schon Matrosen... wenigstens Bootspuller aus ihnen machen. Wie steht's mit der jungen Dame? Wie heißt sie denn? Ich weiß nicht. Sie schläft, sie war sehr müde. Was war es für ein Schiff? Ein Postdampfer. City of Tokyo. Von Frisco nach Yokohama.
Im Taifun aus dem Leim gegangen. Leck geworden wie ein Sieb. Uralter Kasten. 2 Tage lang umhergetrieben. Und Sie wissen nicht, wer oder was sie ist? Mädchen, Frau oder Witwe? Na schön. Wollen Sie... Ob ich was will? Was machen Sie mit Leach und Johnson? Ah, wirklich, Hamp, ich weiß nicht. Sie sehen doch, dass wir mit den Leuten, die wir vorhin an Bord genommen haben, mit unserer Mannschaft komplett sind. Leach und Johnson sind jetzt völlig überflüssig. Das war sicher Ihr letzter Versuch, abhauen zu wollen. Nehmen Sie sie an Bord und behandeln Sie sie anständig. Sie sind dazu getrieben worden, zu Ihrer Flucht. Durch mich? Ja, durch Sie. Und damit Sie es wissen lassen, dass ich an diesem Leben hänge, könnte ich sehr schnell vergessen, wenn Sie in Ihrer Rache an diesen beiden unglücklichen Kerlen zu weit gehen sollten. Mein Wunsch, Sie umzubringen, könnte dann stärker werden als meine Angst vor Ihnen. Bravo, Hamp. Sie machen mir wirklich Ehre. Sie entwickeln sich. Glauben Sie an Versprechen? Ja, natürlich. Wir schließen einen Pakt. Wenn ich verspreche, nicht Hand an Leach und Johnson zu legen, versprechen Sie mir, mich nicht töten zu wollen. Oh, ich fürchte mich nicht vor Ihnen, das nicht. Abgemacht? Ja, ist gut. In dieser ganzen wilden Einöde gab es keine andere Zuflucht für Leach und Johnson außer der Ghost. Johnson war ein ausgezeichneter Seemann. Gar nicht mehr abhauen, was? Nach 1,5 Stunden befand er sich fast Seite an Seite mit uns und dachte, uns beim nächsten Halsen zu erreichen. Ganz schön angeschlagen. Tag und Nacht Wasser schöpfen, das macht einen auch fertig. Ich erwartete, dass er befehlen würde, beizudrehen. Was glaubt ihr? Können Sie das Wetter überstehen, das kommt? Nein, Captain. Das meine ich auch. Larsen hatte offenbar die Absicht, mit ihnen zu spielen. Ihnen statt der Prügel, wie ich annahm, eine Lehre zu erteilen. Seht sie euch noch mal gut an. Wollen wir nicht auf einer Bug gehen, Sir? Die Mannschaft ist komplett, verstanden? Wir wollen sie nicht auffischen. Aber steht ihr hier rum? An die Arbeit! Vorwärts! Und ihr Versprechen? Ich habe nicht einen Augenblick daran gedacht, die beiden an Bord zu nehmen. Was auch geschehen ist, so werden Sie mir jedenfalls zugestehen müssen, dass ich nicht Hand an Sie gelegt habe. Ja, im Gegenteil, im Gegenteil. Sehen Sie, für so etwas fehlen Ihnen noch die Worte. Sie haben noch eine Menge dazu zu lernen. Aber es wird schon werden. Können Sie Platz nehmen, Fräulein Bruster? Danke. Auch Wolf Larsen sagte anfangs kein Wort. Nicht etwa, dass er verlegen gewesen wäre, weit entfernt. Er war neugierig. Er studierte sie. Seine Augen ließen kaum von ihrem Gesicht, von den Bewegungen ihrer Hände und Schultern. Wann sind wir in Yokohama? In 4 Monaten. Vielleicht schon in 3, wenn die Jagdzeit früh vorüber ist. Aber ich denke, es ist nur eine Tagesreise von hier. Was sagen Sie? Dass es schlimm wäre, wenn Sie es sehr eilig hätten. Da Sie aber, wie Sie gesagt haben, diese Reise nur aus Gesundheitsgründen machen, kann ich Ihnen versichern, dass Sie sich nirgendwo besser erholen als an Bord der Ghost. Herr van Weyden ist eine Autorität auf diesem Gebiet. Nicht, dass er gerade damit prahlen könnte, aber er hat sich prachtvoll erholt. Sie hätten ihn sehen sollen, als er an Bord kam. Ein jämmerlicheres Exemplar der Gattung Mensch hätte man schwerlich finden können. Was, Kerfoot? Aber schauen Sie ihn sich jetzt an. Er ist zwar nicht das, was ein Mann sein könnte, aber er hat doch Muskeln. Das konnte man von ihm nicht sagen, als er an Bord kam. Und dazu hat er gelernt, auf eigenen Füßen zu stehen. Ich habe vielleicht gelernt, auf eigenen Füßen zu stehen. Aber ich nutze diese Fähigkeit nicht dazu, anderen auf die Füße zu treten. Sir Larsen. Ich bitte Sie, lassen Sie sich von Herrn van Weyden keine Geschichten erzählen. Sie werden bemerkt haben, Fräulein Brewster, dass er ein Messer am Gürtel trägt. Etwas Ungewöhnliches für einen Schiffsoffizier. Herr van Weyden ist zwar sehr charaktervoll, aber, wie soll ich sagen, ein wenig streitsüchtig.
Er wird nicht leugnen, dass er mir gestern einen Kragen wollte. Und schauen Sie ihn sich jetzt an. Sogar in Ihrer Gegenwart kann er sich kaum beherrschen. Vielleicht ist das nicht gewohnt, sich in Gesellschaft von Damen zu bewegen. Ich werde mich bewaffnen müssen, ehe ich es wagen kann, mit ihm an Deck zu gehen. Schlimm, schlimm. Ja, ich habe mich mal ein bisschen krank. Ja, ist ja wohl. Naja, das hätten wir mal wieder. Da muss man ja richtig Angst haben. Vielleicht kann ein vorbeifahrendes Schiff mich an Bord nehmen. Es gibt keine vorbeifahrenden Schiffe. Aus anderen Robbenschonern. Ich habe sonst nichts anzuziehen. Ich bin ein solches Leben einfach nicht gewöhnt, wie Sie und Ihre Männer es führen. Je eher Sie sich daran gewöhnen, umso besser. Ich lasse Ihnen Stoff, Nadel und Faden geben. Und ich hoffe, Sie werden sich dann selbst ein paar Kleider nähen können. Ich nehme an, dass Sie genauso wie Herr van Weyden gewohnt sind, andere alles für sich tun zu lassen. Na, hoffentlich wird Ihnen kein Stein aus der Krone fallen, wenn Sie mal selbst was für sich tun müssen. Ich will Sie nicht beleidigen. Glauben Sie mir, man isst, also muss man arbeiten. Diese Männer hier auf dem Schiff schießen Robben, um zu leben. Aus dem gleichen Grunde fahre ich diesen Schoner. Und Herr van Weyden verdient sich zumindest jetzt sein Brot, indem er mir hilft. Und was tun Sie? Ernähren Sie sich selbst oder leben Sie von anderen? Tja, das ist gar nicht so falsch. Den größten Teil meines Lebens war ich jedenfalls ziemlich nutzlos. Da habe ich von der Arbeit anderer gelebt. Wissen Sie, was man in den Vereinigten Staaten mit den Armschluckern macht? Die wie Sie nicht das verdienen, was Sie brauchen? Nein, ich habe keine Ahnung. Was macht man mit solchen wie mir? Man sperrt sie ein. Das Vergehen, sich nicht selbst das zu verdienen, was man braucht, wird Landstreicherei genannt. Wäre ich Herr van Weyden, der sich ständig mit der Frage beschäftigt, was Recht und was Unrecht ist, würde ich fragen, mit welchem Recht leben Sie, wenn Sie nichts tun, um Ihr Leben bestreiten zu können? Da Sie aber nicht Herr van Weyden sind, brauche ich Ihnen nicht zu antworten. Haben Sie jeden Dollar durch eigene Arbeit verdient? Warum denn nicht? Sie haben Geld durch eigene Arbeit verdient? Zurzeit verdiene ich jährlich etwa 1.800 Dollar. 1.800? Das sind 150 im Monat. Nun, Fräulein Brewster, betrachten Sie sich, solange Sie auf der Ghost sind, als mit demselben Gehalt angestellt. Und ich habe Sie gar nicht gefragt, welche Art Ihre Beschäftigung ist. Was für Werkzeug und Material brauchen Sie? Papier und Tinte. Oder eine Schreibmaschine. Und Sie sind Maud Brewster? So heiße ich. Das habe ich Ihnen doch gesagt. Sie sind Maud Brewster, Tochter von Henry Brewster. Sie arbeiten als Lektorin im Verlag Ihres Vaters. Richtig. Woher wissen Sie das? Oh, ganz einfach. Ich besitze einen Brief von Ihnen. Nicht mit der Maschine, sondern von Ihrer Hand geschrieben. In diesem Brief teilen Sie mir mit, dass meine Arbeit über Edgar Allan Poe es nicht verdiene, in Ihrem Verlag zu erscheinen. Oh. Ja, oh, ganz richtig. Denn der Atlantik Verlag hat Sie dann angenommen und herausgebracht. Und mit Erfolg. Unterhalten Sie sich nur, kümmern Sie sich nicht um mich. Ich bin hier überflüssig. Sagen Sie mir, wie kommen Sie auf dieses Schiff? Wie Sie sich wohl denken können, bestimmt nicht freiwillig. Halt die Schnauze, der alte Quatsch. Ja, so war das damals in Honolulu. Alte Quatschköppe. Der Verdruss, den Wolf Larsen empfand, weil Maud Brewster und ich ihn in unserer Unterhaltung bei Tisch übersehen hatten, musste sich irgendwie Luft machen. Und Thomas Mugridge sollte der Sündenbock sein. Nach einem Vorwand brauchte Larsen nicht erst lange zu suchen. Genauso wie das schmierige Hemd des Kochs starrte seine Kombüse vor Dreck. Der Smoot und die Dinge, mit denen er zu tun hatte, schienen förmlich allen Schmutz ihrer Umgebung anzuziehen. Ich hab dich gewarnt, Tischlein. Jetzt hilft dir nichts mehr. Jetzt kriegst du deine Medizin. Sir, ich... Hey, Harrison, hol ein paar Mann und einen Tau. Wir wollen uns mal unser Köchlein vornehmen. Den Leuten hätte kaum etwas Größeres Vergnügen machen können, als ihm einen Denkzettel zu geben. Denn was er ihnen an Essen und Trinken vorgesetzt hatte, war einfach scheußlich gewesen. Sie wollten ihn in Schlepptau nehmen.
Aber Muggeridge verspürte nur geringe Neigung, untergetaucht zu werden. Sofort ist das Häftling! Nein! 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 Hinein mit dir! Das ist kein Whisky-Nürke! Schwimmen! Es war ein mitleiderregender Anblick. Wenn er auch nicht ertrinken konnte und dazu zäh wie eine Katze war, so erlitt er doch die Qualen eines Ertrinkenden. Worüber freuen Sie sich? Fragen Sie Captain Larsen. Aber er ist die Pfanne! Dann sah ich den Schatten, der sich dicht unter der Wasseroberfläche dem Koch näherte. Ein Hai war hinter ihm her, einer der gefährlichen Grauhaie. Aber erst in letzter Sekunde, als sie anfingen, den Koch aus dem Wasser zu rufen, packte er zu. Und hoch! Los! Zieht doch! Herr van Weyden, wollen Sie bitte eine Aderpresse holen? Ach du Scheiße. Männerspiel. Wohl etwas rauer, als Sie es gewohnt sind. Aber immerhin. Männerspiel. Der Hai war nicht mit in der Rechnung. Lässt du los, du Hund! Wie gesagt, der Hai war nicht mit in der Rechnung. Es war, sagen wir, göttliche Vorsehung. Wissen Sie, ich finde nicht, dass das, was passiert ist, ein Unglücksfall ist. Ich habe gerade mit einem Seemann gesprochen, Haskins. Er hat mir erzählt, an dem Tag, an dem wir aufgefischt wurden, als ich in der Kajüte war, sind zwei Menschen ertrunken. Man hat sie ertrinken lassen. Das ist doch Mord. Ja, ganz richtig. Die beiden sind ermordet worden. Und Sie haben das zugelassen? Ich war nicht in der Lage, es zu verhindern. Aber Sie haben doch versucht, es zu verhindern. Das haben Sie also nicht. Und warum haben Sie das nicht? Vergessen Sie nicht, Fräulein Brewster, das hier ist eine Welt für sich. Sie kennen die Gesetze noch nicht, die hier herrschen. Sie sind an Bord gekommen mit vornehmen Begriffen von Menschlichkeit und Moral, von der Würde des Menschen. Aber Sie werden bald wissen, dass das hier alles nicht gilt. Ich konnte es erst auch nicht fassen. Was würden Sie mir denn raten? Womit soll ich ihn umbringen? Mit einem Gewehr? Einer Axt oder einem Messer? Bitte sagen Sie doch sowas nicht. Soll ich mich selber umbringen vielleicht? Ich finde, Ihre Aufgabe wäre es... Es gibt sowas wie Zivilcourage. Sie wissen, was ich meine. Gut. Ich soll also ihn nicht töten, mich nicht töten, sondern mich von ihm töten lassen. Das meinen Sie doch wohl, nicht? Aber... Zivilcourage bedeutet Selbstmord in einer völlig unmoralischen Welt. Leach, einer der beiden Ermordeten, war ein außerordentlich mutiger Kerl. Und auch der andere. Es hatte ihm nicht nur nichts genutzt... Es hat sie sogar vernichtet. Und es würde mir genauso gehen, wenn ich den Mut einsetzen würde, den ich besitze. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, Sie werden bald sehen, dass ich recht habe. Und was soll ich tun? Vergessen Sie die Begriffe von Sittlichkeit und Moral. Reizen Sie nicht den Zorn dieses Mannes. Seien Sie freundlich zu ihm. Unterhalten Sie sich ruhig mit ihm. Streiten Sie sich über Literatur und Kunst. Sie werden sehen, er ist ein aufmerksamer Zuhörer und sehr intelligent. Jedenfalls verlassen Sie sich hier nicht auf das, was Ihnen bisher richtig steht. Ich bitte Sie, glauben Sie mir, alle Menschenkenntnis und Erfahrung sind hier wertlos. Herr van Weyden, Sie wollten sich um Köchlein kümmern. Ich wusste, dass der Koch in tiefem Schlaf in seiner Koje lag, denn ich hatte ihm vor einer halben Stunde erst eine tüchtige Dosis Morphium gegeben. Und Larsen wusste das auch. Er klagt und ist unruhig. So wurde ich auf recht derbe Weise weggeschickt. Zu den stärksten Eindrücken meines Lebens gehören die Ereignisse auf der Ghost in den nächsten 40 Stunden. Zum Verständnis muss ich vorausschicken, dass wir uns seit Tagen in den Robbengründen befanden, ohne jedoch auf die erwarteten riesigen Robbenherden zu stoßen. Die See war wie leergefegt. Die Stimmung an Bord war auf dem Nullpunkt. Rauchen Sie! Welche Richtung? Recht Achter aus! Vielleicht ein Russe.
Bestimmt kein Russe. Nicht ein russischer Kreuzer. Kann doch nur ein Russe sein. Vielleicht ein Japaner. Ihr sollt die Schnauze halten. Ich bin vollkommen sicher. Das ist kein Kreuzer. Aber ich möchte 5-1 wetten, dass es die Mazedonier ist. Der Gedanke, dass es die Mazedonier war, erhöhte unsere Spannung. Denn die Jäger waren der Meinung, dass es Scherereien mit dem Dampfer geben würde. Aber was haben wir von der Mazedonier zu befürchten, Captain? Was meinen Sie? Sie an Bord kommen und uns die Hälse abschneiden? Ja, irgend so etwas. Diese Robbenjäger sind so etwas Fremdes für mich, dass ich eigentlich auf alles gefasst bin. Sie haben sich nur geirrt, wenn Sie nicht noch Schlimmeres erwarten. Was gibt es Schlimmeres, als wenn einem die Kehle durchgeschnitten wird? Wenn einem der Geldbeutel abgeschnitten wird. Die Menschheit ist heutzutage so eingerichtet, dass die Lebensfähigkeit des Menschen durch den Geldbeutel bestimmt wird. Wer mir den Geldbeutel stiehlt, hat damit nichts von mir. Wer mir den Geldbeutel stiehlt, stiehlt mir das Recht zu leben. Trotz aller schönen Worte. Denn wer mir mein Geld stiehlt, stiehlt mir mein Brot, mein Fleisch, mein Bett. Und gefährdet daher mein Leben. Aber wieso soll der Dampfer es auf ihr Geld abgesehen haben? Warten Sie nur ab, Sie werden schon sehen. Das Schiff setzt die Boote aus! Die Mazedonier hatte eine Robbenherde entdeckt, lange bevor wir sie noch zu Gesicht bekamen. Und während wir umständlich gegen den Wind hätten aufkreuzen müssen, konnte sie direkten Kurs auf die Herde nehmen. Die Mazedonier war es, die die Robbengründe seit Tagen vor der Ghost abgegrast hatte und weiter abgrasen würde. Die Ghost hatte nicht die geringste Chance dem Dampfer gegenüber. Die Entwicklung der Technik griff nach Larsen. Ich konnte mich des schadenfrohen Gedankens nicht erwehren. Seine beste Zeit war vorbei. Den jetzigen Fellpreisen auf dem Londoner Markt, nach einer ungefähren Schätzung, was wir heute Nachmittag hätten fangen können, wenn die Mazedonier sonst nicht wegschnappen würde, hat die Ghost etwa $1,500 eingebüßt. Und das sagen Sie so ruhig? Ich bin nicht so ruhig. Ich könnte den Mann umbringen. Glatt umbringen, ohne mit der Wimper zu zucken. Ihr müsst glücklich sein mit eurem Traum von Guten und Schönen. In allen Menschen. Auch in Ihnen steckt der Wunsch zum Guten. Träume. Visionen. Aber ihr seid wahrscheinlich besser dran mit euren Träumen. Wir waren an Deck, Herr van Weyden. Wie sieht's aus? Schönes Wetter, frische Brise, direkt aus West. Aussicht auf steifen Wind, sagt jedenfalls Louis. Anzeichen von Nebel? Ja, Sir, vor der Kim. In Nord und Nordwest. Was Neues von der Mazedonier? Sie ist nicht zu sehen. Rauch! Schön. Ausgezeichnet. Was haben Sie vor? Lassen Sie das nur meine Sorge sein. Das Einzige, was wir brauchen, ist Nebel. Nebel. Sehen wir uns mal an, was jetzt passiert. Auffallend war, dass sie ihre Kugelbüchsen holten. Kugelbüchsen wurden bei der Robbenjagd nicht verwendet. Denn wenn eine Robbe auf weite Entfernung mit der Büchse geschossen wurde, so sank sie unweigerlich, ehe das Boot sie erwischen konnte. Bleiben Sie hier, Fräulein Brewster. Hier sind Sie geschützt. Und von hier können Sie alles beobachten. Herr van Weyden, kommen Sie mal her. Munition! Los, kommt! Munition! Übrigens, ich kann Ihnen auch gleich erzählen, was ich vorhabe. Ich will der Mazedonier eine Dosis von ihrer eigenen Medizin verabreichen. Ich will sie mal um den Fang erleichtern. Und das nicht nur für einen Tag, sondern für den Rest der Fangzeit, wenn wir Nebel kriegen. Ja, und wenn nicht? Nicht auszudenken. Wir müssen einfach Glück haben. Sonst sind wir pleite. Eine halbe Stunde später glitten wir in eine Nebelbank. Die Henne sucht ihre Küken. Die wird sich wundern. Herr van Weyden, lassen Sie die Segel bergen. Aber ohne Lärm, verstehen Sie? Kein Rasseln von Blöcken. Und nicht schreien. Es war mir immer noch nicht klar, was er eigentlich vorhatte. Klar zum Segelbergen, an die Fallen. Aber Ruhe, Vier an das Großfall. Ruhig arbeiten. Klar bei Zeisingen. Vier das Fockfall. Vier das Glüferfall. Los in die Vorschot. Vier Klau und Triebfall. Nehmt die Gaffel mit, wahr? Lass ihn mir der Jahrhut einzeißen. Los, pack mit an. Verdammt, das Fall hat sich verkleidet. Joe, gib mir den Malzenbieter. Hey, Penny. Ja, Sir? Lauf nach vorne in die Kombüse und hol mir einen Topf Kaffee. Also,
Ich muss mal eben runtergehen. Ich will mal eben nach Muggeridge sehen. Er war ein widerwärtiger, hinterhältiger Kerl, dieser Schiffskoch. Aber ich konnte mir nicht helfen, er tat mir leid. Wenn es ein Unglück gab, so traf es ihn zuerst. Er schien eine Art Magnet für Schmutz und Unglück zu sein. Hm? Trink einen Schluck. Weißt du, mit einem künstlichen Fuß kommst du in der Kombüse wunderbar zurecht. Da fehlt dir nichts. Ganz fabelhafte Dinger machen die da jetzt. Dagegen ist so ein normaler Fuß ein richtiger Dreck. Ich weiß nicht, ob ihr stimmt, was sie sagen, von beiden. Aber eins weiß ich. Ich werde keine ruhige Minute haben, bis dieser Höllenhund tot vor meinen Füßen liegt. Irgendwann werde ich ihn erwischen. Dann werde ich Rache nehmen. Was ist das? Ich bin gleich wieder da. Das war eins von den Robbenbooten der Mazedonier. Hey, komm zu einem Schwätzchen an Bord! Schwätzchen bedeutet unter Robbenjägern so viel wie Besuch, Unterhaltung. Es bezeichnet die Schwatzsucht der Seeleute und ist eine angenehme Unterbrechung des einförmigen Lebens auf diesen Schiffen. Fräulein Brewster, würden Sie so freundlich sein und zunächst mal an Deck bleiben? Die Leute beißen nicht. Ich begriff erst später, weswegen Larsen daran gelegen war, dass Maud Brewster zur Reling kam. Der Anblick einer Frau an Bord sollte das Misstrauen der Leute beschwichtigen. Und er erreichte seinen Zweck. Hilft sie an Bord? Ja, komm schon. Hallo, fass mit an. Da geht schon. Fräulein Brewster, wollen Sie bitte hier bleiben und Sie auch, Herr van Weyden. Willkommen an Bord. Wir sind von der Mazedonier. Aha. Darf ich Sie meine Kajüte bitten? Danke. Ihr wartet hier, ich bin gleich wieder zurück. Also gut. So, mein Junge, jetzt wollen wir mal. Ah, verdammte Schwein! Er schlug den Mann einfach zusammen, um ihn und die Leute, die mit ihm an Bord gekommen waren, gefügig zu machen. Von der Mazedonia gab es nichts weiter als ihre Nebelsirene. Sie zeigte, wie weit weg sie von ihr waren. Wie weit weg von jeder Möglichkeit, Hilfe zu finden. Da sehen Sie, was Gastfreundschaft hier bedeutet, dass sie nichts wert ist. Begreifen Sie, dass ich gar nicht erst versuche, die Dinge nach meinen Vorstellungen zu verändern? Ja, ich verstehe. Holt euer Boot an Deck. Euer Jäger hat sich entschlossen, eine Weile an Bord zu bleiben. Und ich möchte nicht, dass es an der Bordwand zerstoßen wird. Na los, holt das Boot an Deck. Also, wir werden vielleicht eine ganze Weile zusammenbleiben. Da ist es am besten, wenn wir uns gleich freundschaftlich verständigen. Gib die Ruder auf. Boote, Steuerbord, quer ab! Robbenboote der Mazedonier! Steuerbord, quer ab! Na, da hätten wir alle Küken beieinander. Mehr hat die Mazedonier nicht. Runter! Köpfe einziehen! Weg vom Präsentierteller! Bewegung! Fräulein Brewster, wollen Sie bitte in Ihre Kajüte gehen? Sie werden nichts Schauerliches da unten finden. Nur einen Mann, der sicher am Ringbolzen festgemacht ist. Wollen Sie bitte in Ihre Kajüte gehen? Es ist möglich, dass Kugeln an Bord fliegen. Da sehen Sie. Herr van Weyden, wollen Sie das Ruder übernehmen? Kommt doch ein Schwätzchen an Bord! Keine Dummheiten, Leute! Kommt auf ein Schwätzchen am Bord! Sonst gibt's doppelte Schnapsration! Auf diese Weise hatte die Mazedonier keine Robbenboote mehr und musste den Fang einstellen. Jedenfalls für die diesjährige Fangzeit. Herr van Weyden, jetzt können Sie die Boote einsammeln lassen. Und wenn die Leute an Bord sind, knausern Sie nicht mit dem Whisky. Ich möchte wetten, dass Sie morgen bis auf den letzten Mann auf unserer Seite sind. Glauben Sie nicht, dass die bei der ersten Gelegenheit abhauen, wie Leach und Jonsson? Nicht solange unsere alten Jäger ein Wörtchen mitzureden haben. Für jedes Fell, das die neuen Jäger schießen, gebe ich meinen Leuten einen Dollar als Prämie. Wir segelten weiter durch den Nebel, ohne Ausguck und ohne Lichter. Hören Sie beiden. Warum wurde er vom Himmel in die Verdammnis hinabgeschleudert? Ich spreche von Luzifer. Warum wurde er verdammt? Weil er weniger tapfer war als Gott, weniger stolz, weniger ehrgeizig? Nein, bestimmt nicht. Gott war der Stärkere. Ihm verlieh der Donner größere Macht. Luzifer aber war ein freier Geist. Den hieß für ihn ersticken.
Er zog alle Leiden in Freiheit, dem Wohlbefinden eines bequemen Lebens vor. Es genügte ihm nicht, Gott zu dienen. Er wollte niemand dienen. Er war keine Galionsfigur. Er konnte auf eigenen Füßen stehen. Milton sagt, hier endlich winkt uns die Freiheit. Hier hat der Allmächtige die Zelte seines Neides nicht gebaut und wird uns nicht vertreiben. Unsere Herrschaft ist sicher hier. Und herrschen, wie man will, ist schon den Ehrgeiz wert, auch in der Hölle. Dort lieber Herrscher als im Himmel Knecht. Sie sind Luzifer. Ohne einen mir bewussten Grund, nur einer geheimnisvollen Eingebung folgend, legte ich mich völlig angezogen in die Koje. Eine Zeit lang lauschte ich auf den Lärm im Zwischendeck und in der Back, aber mein Schlaf war auf der Ghost gesund und natürlich geworden und bald erstarben Singen und Schein. Meine Augen schlossen sich und mein Bewusstsein sank in den Halbtod des Schlummers. Ich weiß nicht, was mich weckte. Weiden, wo sind Sie? Hier. Was ist mit Ihnen? Helfen Sie mir auf einen Stuhl. Ich bin ein kranker Mann. Ein sehr kranker Mann. Wir hatten nicht die geringste Ahnung, was mit ihm geschehen war. Kann ich etwas für Sie tun? Ich bin ein kranker Mann. Ein sehr kranker Mann. Hump, bringen Sie mich in meine Koje. Bringen Sie mich in meine Koje. Es wird gleich vorbei sein. Ich glaube, das sind die verdammten Kopfschmerzen. Ich habe vorher schon gemerkt, dass es kommt. Ich habe ein Gefühl. Nein. Ich weiß gar nicht, was ich sage. Bringen Sie mich in meine Kajüte. Er ist vollkommen hilflos. Sicher das erste Mal in seinem Leben. Noch bevor ich zugestochen habe, muss etwas geschehen sein. Die Wunde ist doch nur ganz oberflächlich. Haben Sie nicht gesehen, was passiert ist? Nein, ich weiß auch nicht. Ist mir auch ein Rätsel. Auf einmal ließ er mich los und taumelte. Was machen wir denn jetzt? Kann ich irgendwas tun? Warten Sie einen Augenblick. Ich bin gleich zurück. In die Koje und schlaf. Wollen Sie sich mir anvertrauen für eine Seereise über 600 Meilen? Heißt das, dass Sie... Ja. Genau das, was Sie denken. Das ist die einzige Möglichkeit, das Boot. Meinetwegen? Für mich wollen Sie das wagen? Sie werden doch weiter sicher an Bord wie bisher. Nein. Er wird sich an mir rächen wollen. Die Vorratskammer befand sich unter der Kajüte. Ich wählte hauptsächlich Konserven, verschaffte mir auch Decken, Fausthandschuhe, Ölzeug, Mützen und Ähnliches. Es war keine Kleinigkeit, sich in einem kleinen Boot der rauen See anzuvertrauen. Und es war durchaus notwendig, sich gegen Kälte und Nässe zu schützen. Das Licht in den Bullaugen war das Letzte, was wir von der Ghost sahen. In der gleichen Nacht verlassen Weiden und Maud Brewster das Schiff. Nach Tagen entdecken sie eine fremde Küste. Der Versuch, in der scharfen Brandung an Land zu kommen, kostet Maud Brewster das Leben. Weiden kann sich retten.
Als ich die Augen aufmachte, war es Nacht. Ich zögerte, in die Welt zurückzukehren, in ihre Einsamkeit, in ihre Dunkelheit. Erst nach einer ganzen Weile spürte ich, dass ich nicht allein war. Streng dich nicht an. Du willst wahrscheinlich sagen, dass wir wieder im selben Boot sitzen. Tja, zum Teil stimmt das. Wenn wir dabei das Boot weglassen. Wir sitzen zusammen auf der Jackson-Insel. Und zwar wir beide allein. Sozusagen Mutterseelen allein. Und was ist mit der Ghost? Nun, man kann nicht immer Glück haben, Hunt. Die Mazedonier hat uns erwischt und geentert. Alles war ziemlich besoffen bei uns an Bord. Captain Jensen hatte keine großen Schwierigkeiten mit den Leuten. Die gesamte Mannschaft der Ghost war für ihn. Er hat ihnen mehr geboten. Und wie kommen Sie hierher? Ausgesetzt, Hump. Man hat mich einfach ein paar Seemeilen westlich von hier an Land gebracht. Und mir alles Gute gewünscht. Ja, immerhin. Für einen Teller Bohnen mit Speck für uns beide reicht es. Auch für ein oder zwei Tassen Kaffee. Ein Gewehr haben die Kerle mir auch dagelassen. Und in ihrem Boot habe ich noch eins gefunden. Und etwas Munition dazu. Hier. So, dass wir ganz gut ausgerüstet sind. Jetzt können wir es schaffen, Hump. Wenn wir zusammenhalten, können wir es schaffen. Auf der anderen Seite der Insel ist eine meteorologische Station. Ziemliches Stück Weg. Die Gegend heißt das Land der kleinen Zweige. Wir waren jetzt 12 Tage auf den Beinen. Von der Schwäche, in der ich ihn zuletzt an Bord der Ghost gesehen hatte, war nichts mehr zu merken. Er ging auch mit keinem Wort darauf ein, ebenso wenig wie auf Maud Brewster. Ich vermute, dass er ihr über ihren Tod hinaus die Niederlage nachtrug, die sie ihm bereitet hatte. Die Geschicke der beiden, einst Freunde, längst erbitterte Feinde, scheinen verhängnisvoll miteinander verknüpft zu sein. Tagelang irren sie zusammen über die öde Berg- und Tundreninsel. Ihr Ziel ist das Land der kleinen Zweige, ein Gebiet an der Südküste. Dort soll sich eine meteorologische Station befinden. Als Weiden sich den Fuß verstaucht, geht Larsen einfach weiter und lässt den Hilflosen im Stich. Er dreht sich nicht einmal mehr um. Zu allem nimmt er die letzten Patronen mit, die einzige Möglichkeit, wild zu schießen, sich also Essen zu beschaffen. Kurz, ohne eine Sekunde zu zögern, nutzt Wolf Larsen eine Schwäche Weidens und liefert ihn dem Hungertod aus, um seine eigene Überlebenschance zu verbessern. Der Hass gegen diesen gnadenlosen Mann ist ein Teil der Kraft, die Weiden auf den Beinen hält. Er schleppt sich mühselig weiter, oft dem Zusammenbrechen nahe, immer auf der Lauer nach etwas Essbarem. Mitunter wird die Gier so stark, dass er mit Händen und Nägeln nach Fröschen und Würmern gräbt. Und ein einsamer Fisch bringt ihn halb zum Wahnsinn. Die Himmelsrichtung konnte ich, wenn auch nur sehr ungenau, mit Hilfe der Uhrzeit, des Datums und des Sonnenstandes bestimmen. Ich hatte die Uhr aus Larsens Kajüte mitgenommen. Sie war jetzt meine einzige Orientierung. Es wäre furchtbar gewesen, wenn sie stehen geblieben wäre. Der Hunger begann sehr weh zu tun. Dabei gab es Wild im Überfluss. Der Tisch war gedeckt, aber er blieb unerreichbar für mich. Ich wusste genau, dass das Moos keinen Nährwert hatte. Aber ich kaute es trotzdem mit einer Hoffnungsfreudigkeit, die größer als alles Wissen war und sich den Teufel um alle praktischen Erfahrungen scherte. Nur das Leben war eine Qual. Der Tod hatte keine Starren. Der Tod war nur Schlaf. Er bedeutete Aufhören, Ruhepunkt, Frieden. Warum in aller Welt wollte ich da nicht gerne sterben? Manchmal blieb ich stundenlang liegen und kroch weiter, sobald der Lebenswille in mir aufflackerte. Als Einzelwesen kämpfte ich überhaupt nicht mehr. Es war das Leben selbst in mir, das mich vorwärts trieb. Ich litt auch nicht mehr. Meine Nerven waren abgestumpft und unempfindlich geworden. Dank irgendeines seltsamen Elementes gelang es mir, immer wieder einen neuen Streifen von Willen zu finden, der mich ein Stück weiterschob. Im Grunde aber befand ich mich wohl eher auf der Entwicklungsstufe eines Gewürms, das sich ohne eigenen Willen wand und krümmte und weiterschlängelte, weil das Leben selbst ihm befahl, sich zu winden, zu krümmen und weiterzuschlängeln. Dass ich die Küste, die Südküste erreicht hatte, drang nicht mehr in mein Bewusstsein.
Drei Stunden später befand ich mich in einer Koje des Walfängers Bedford, zu dem der Kutter und die Leute gehörten, die mich aufgefunden hatten. Annähernd ein halbes Jahr nach den geschilderten Ereignissen ging die Bedford in der Bucht von San Francisco vor Anker. Noch lange nachdem mein Verstand wieder völlig intakt war, hasste ich jeden Menschen, den ich etwas essen sah. Ich wurde von der Furcht geplagt, dass ich verhungern müsse. Doch auch das verging. Nur eins blieb. Ich konnte mit der behüteten Welt, in der ich aufgewachsen war, nichts mehr anfangen. Wer dem Tod in die Augen gesehen und ihn gezwungen hat, den Blick zu senken, vergisst ihn rasch. Neugier, Wissbegier, Unrast und die Suche nach dem Wunderbaren begannen mein Leben zu bestimmen. Die See hatte mich gepackt und ließ mich nicht mehr los. Die Planken unter meinen Füßen gehörten mir und dazu das ganze Schiff bis hinauf zu den Mastspitzen. Die Kittiwake fuhr Fracht für die Plantagen der 1000 Inseln zwischen Papeete und dem kleinen Korallenmeer. Das unstete Dasein eines Südseevagabunden hatte mich in seinen Bann geschlagen. Der Geruch der Riffe, das endlos wimmelnde Leben der Korallen unter dem blanken Spiegel der Lagunen, die Farben des Sonnenaufgangs, die sich mit gesetzloser Willkür über den Himmel ausbreiteten, die palmenbegrenzten, in die schwimmende See gestreuten Inselchen, das regelmäßige Auf und Nieder der schaumgekrönten Wellen, das wiegende Deck unter meinen Füßen, das straff gespannte Segel über mir. Seit den Ereignissen auf der Ghost waren annähernd sechs Jahre vergangen. Wolf Larsen hielt ich für tot. Das war ein gründlicher Irrtum. Doch ich will den Ereignissen nicht vorgreifen und mit jener Stunde anfangen, in der er sich von neuem in meinen Gesichtskreis zu schieben begann. Am 23. September ging ich in der Tahu-Bucht außerhalb des Hafens von Gobotow auf Rede. Ich vermied den Hafen, um mich vor den gesalzenen Hafengebühren der französischen Verwaltung zu drücken. In Gobotow gehen die Händler an Land, die Pflanzer kommen von fernen wilden Küsten. In Gobotow erhält man seine Post, begleicht man seine Rechnungen und kann Zeitungen lesen, die selten mehr als 5 Wochen alt sind. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Lavina. Oh, Hans. Lavina. Wie der Gerhard mir schon gesagt, dass du draußen liegst. Warte, ich hol dir schnell deine Post. Ist der dann noch von gestern oder schon von heute Morgen? Noch von gestern. So ein junger Kerl. Ich ahnte nicht, dass der junge Mann an der Theke eine Reihe von verhängnisvollen Ereignissen bringen würde. Hören Sie mal, Mister, hören Sie mal. Ich hätte da was. Für $3 können Sie sie haben. Glatt geschenkt. Sehen Sie, ganz einfach. Lädt und spannt sich von selbst. Und dann brauche ich nur am Abzug zu ziehen. 8 Mal kann ich schießen, ohne durchzuladen. Sehen Sie, das ist hier die Sicherung. Das Beste daran. Ganz zuverlässig. Das reinste Kinderspiel. Sie sehen, wie zuverlässig. Hätten Sie was dagegen, den Lauf anderswo hinzurichten? Das ist ganz sicher. Ich habe das Magazin rausgenommen. Die ist jetzt nicht geladen, verstehen Sie? Eine Schusswaffe ist immer geladen. Die aber nicht. Nehmen Sie sie trotzdem weg. Ich werde mit Ihnen 500, dass sie nicht geladen ist. Ich werde es Ihnen zeigen. Augenblick. Zeigen Sie mal. Ich habe den Lauf zurückgezogen. Ihr Fall ist nicht ganz hoffnungslos, junger Mann. Sie scheinen doch noch am Leben zu hängen. Also lassen Sie das Trinken sein. Mein Wort. Kein Tropfen mehr, nie mehr. Ich kaufe Ihnen das Ding ab. Damit Sie keinen Unfug mehr damit treiben können, einverstanden? Danke. Was war denn los? Nichts. Und der Schuss? Ist nichts passiert. Alles gut. Danke. Also bis später. Eine Flasche Gin, Lavina. Aber vom Billigsten, dann reicht's länger. Schämen Sie sich gar nicht. Da, sehen Sie. $20. $20, Lavina. Von mir bekommen Sie jedenfalls nichts mehr. Ich hatte das Gefühl, dass ich zurückgehen und mir den Jungen vorknöpfen müsste. Aber dann zog ich es vor, mich um meine eigenen Angelegenheiten zu kümmern. In den folgenden Tagen hatte ich noch häufig genug den seltsamen Anblick Aloysius Pankburns.
Und ebenso erging es allen anderen in der kleinen Inselhauptstadt. Da siehst du es, Humphrey. Er säuft sich tot. Kannst du nicht irgendwas für ihn tun? Irgendwas. Und was soll ich für ihn tun? Er hat eine Menge Geld gehabt. Aber er hat einen Vormund, weil er trinkt. Den hat sein Vater noch bestimmt. Und jetzt kann er nicht an sein Geld ran. Das ist doch aber sehr vernünftig. Humphrey, es sollte sich wirklich jemand um ihn kümmern. Nimm ihn doch auf dein Schiff, ja? Du wirst mit ihm fertig. Er versucht ja überall anzuheuern. Keiner nimmt ihn. Bitte. Was fehlte noch? Die Kitty Wake als Trinkerheilanstalt. Etwa 2 Stunden später war er wieder da. Total betrunken, aber in bester Laune. Ein verrückter Kerl. Soll ich dir mal zeigen, was er mir andrehen wollte? Wegen? Inatala. Areya Otala Kara Pekber. Shamasa. Tama Tata Usase. Es war eine jener Kopftrophäen des polynesischen Kulturraumes, die im Gegensatz zu den südamerikanischen in natürlicher Größe präpariert werden. Er hat mir versichert, es wäre eine Rarität. Jedes Museum würde ihm 100 Pfund dafür geben. Aber hier in Koboto gäbe es leider kein Museum. Und den Whisky würde er sofort brauchen. Kein Zweifel, es war Thomas Mugridge, der Schiffskoch, den ich zuletzt vor 6 Jahren an Bord der Ghost gesehen hatte. Man kann mir glauben, dass ich ziemlich unvorbereitet auf diese Begegnung war. Mugridge. Thomas Mugridge. Du weißt, wer das ist. Aus Resten und Abfall gemacht. Gehasst von Gott. Gequält und gepeinigt. Das hat er von sich selbst gesagt. Du bist ganz blass geworden. Woher hat er ihn? Keine Ahnung. Welches Zimmer? Das große, das nach hinten raus. Ja, danke. Was wollte ich eigentlich? Ich suchte eine Verbindung, die es nicht gab, nicht geben konnte. Wolf Larsen war tot. So meinte ich wenigstens. Wachen Sie auf! Den Kopf! Diese Trophäe! Kopf! Wo haben Sie die her? Kopf! Ja, sagen Sie mir, wo Sie den her haben, den Kopf! Das Ding ist echt, sage ich Ihnen. In jedem Museum kriegen Sie... Und wenn Wolf Larsen wider aller Wahrscheinlichkeit damals am Leben geblieben war, wie sollten die grotesken Überreste des Schiffskochs den Weg zu ihm weisen? Absurd. Der ist echt. Hören Sie doch. Na? Was mache ich jetzt damit? Gib ihn Pater Swallow. Er hat auf dem Friedhof sicher einen Platz für ihn. Eines war aber sicher. Die verschüttete Erinnerung an jene Zeit war mit einem Mal freigelegt. Mein Hass gegen diesen ungeheuerlichen Kapitän war frisch wie in der ersten Stunde. Aber ob Larsen lebte oder längst tot war, überall in meinem Dasein trat er in Erscheinung. Es war nicht zu leugnen, dass ich ohne Wolf Larsen an diesem Tag und zu dieser Stunde nicht an Bord dieses Schiffes an dieser Küste des kleinen Korallenmeeres gewesen wäre. Ich war mir anfangs nicht klar darüber, ob das Geräusch von einem Amphibium herrührte oder von einem Menschen. Jetzt zweifelte ich kaum noch daran, dass sich irgendjemand an Bord geschlichen hatte. Vielleicht sollte ich noch nachtragen, dass es etwa 24 Stunden nach den Ereignissen bei Lavina war und wir noch vor Koboto lagen. Ich habe keinen Penny mehr, deshalb habe ich hier schwimmen müssen. Obwohl, ich bin nicht betrunken, ich friere auch nicht, aber Lavina hat mir heute nur 2 Glas bewilligt. Ich bin kurz vorm Umkippen. Weiter nichts. Ich fange schon an, Gespenster zu sehen. Als ich das Fallrad nicht gefunden habe, habe ich gedacht, es ist aus mit mir. Aber erst schwöre ich Ihnen bei allem, was von meiner Ehre noch übrig geblieben ist, dass ich stocknüchtern bin. Nicht die Spur betrunken, ich werde es kurz machen. Ich weiß, Sie sind ein Geschäftsmann. Ein Mann der Tat, Sie sind gesund. Ihnen hat der Alkohol sicher noch nie zugesetzt. Sie sind noch nicht geschafft. Sie waren noch nie in der Hölle, in der ich schmore. Hören Sie, ich glaube, Sie kommen ein bisschen vom Thema ab. Hab keine Eltern mehr, bin in Australien geboren und in New York und Yale auf dem College gewesen. Philosophie studiert. Hat alles nichts genützt. Alkohol. Ich habe meinen Sport getrieben. Tauchen. Hab ein paar Amateurrekorde. Ich schwimme wie ein Fisch. Mir hat so leicht keiner was vorgemacht. Glauben Sie mir. Aber ich halte noch einen anderen Rekord. Ich habe in meinem Leben mehr Whisky geschluckt als irgendein Mensch sonst in meinem Alter. Um irgendwas zu trinken zu kriegen, könnte ich Ihnen glatt einen Penny stehlen. Sie sind immer noch nicht beim Thema. Doch, doch. Hören Sie mal, Mister, wenn Sie... Also schön. Ich wollte Ihnen ja nur sagen, woher ich die Kopftrophäe habe. Na los.
Woher? Da haben Sie vielleicht was gemacht. Sie haben Lawina gesagt, sie soll das Ding beerdigen lassen. Das hat sie getan. Jetzt bin ich ihn los. Er hat mich 200 Pfund gekostet. Ja, jetzt bin ich 200 Pfund los. Aber mit 20 wäre ich schon zufrieden. Also hören Sie, das ist aber verdammt billig. Billiger geht's nun wirklich nicht. So, jetzt kriegen Sie noch ein Glas. Und dann lasse ich Sie an Land rudern. Gut, 10 Pfund. Nicht einen Penny. Aber ich mache Ihnen einen anderen Vorschlag. Lawina hat mir gesagt, Sie wollen anheuern. Und niemand will Sie an Bord nehmen. Ich würde Sie nehmen. Sie wollen mich nehmen? Unter einer Bedingung. Keinen Tropfen mehr davon. Das ist... Hören Sie, das ist verdammt hart, Herr van Weyden. Entweder oder. Sie arbeiten als Matrose. Harte Arbeit. Sie werden regelmäßig Wache gehen. Und was sonst so zu tun ist an Bord. Aber Sie essen und Sie schlafen. Achtern mit uns. Und als Gegenleistung sagen Sie, woher Sie die Trophäe haben. Wissen Sie, das ist... Eine Erpressung ist das. Trinken Sie, der Letzte. Erpressung. Na schön, also, dieses Ding, diese Kopftrophäe, stammt von Swithin Halls Insel. Insel von Swithin Hall? Ja. Erzählen Sie doch keine Märchen. Doch. Seit Jahren sucht die ganze Südsee nach der Insel von Swithin Hall. Und Sie wollen mir erzählen, dass Sie dort gewesen sind? Nein, das habe ich ja gar nicht behauptet. Ich habe die Trophäe in Papete von einem Perltaucher gekauft. Er sagt, er hat auf der Insel für diesen Swithin Hall Perlen gefischt. Dann hat es Ärger gegeben und er ist getürmt. Und wie ein Blitz schlug bei mir die Einsicht ein, Larsen lebte. Jener berüchtigte Swithin Hall, den kaum einer kannte, und Wolf Larsen waren dieselbe Person. Carlson! Herr Carlson, lassen Sie bitte das Schiff zum Auslaufen klammern. Gut, Sir. Schiff klammern zum Auslaufen. Sobald es hell wurde, gingen wir unter Segel. Eine Stunde später befanden wir uns auf hoher See. Seid ihr mit dem anderen Segel so weit? Da ist die Falle! Hol weg! Hol weg! Wachschau mit der Gaffel! Hol weg! Hol weg! Hol weg! Am Rande will ich erwähnen, dass Pankburn sich recht vernünftig hielt. Er verrichtete wie jeder andere seine Arbeit an Bord, wenn es ihm auch manchmal nicht leicht ankam. Aber das ist eine andere Geschichte, die ich vielleicht später einmal erzählen werde. In diesen Tagen war ich nur von dem einen Gedanken besessen, alles, was ich und andere durch Larsen erlitten hatten, ihm heimzuzahlen. Sie wollen wirklich diesen Kurs beibehalten? Ja. Carlson war mein Steuermann und ständig besorgter Ratgeber. Schließlich sind Sie erwachsen. Sie müssen ja wissen, was Sie tun. Das sollte man meinen. Meinen Sie, dass ausgerechnet Sie diese verdammte Insel finden werden? Vielleicht gibt es sie überhaupt nicht. Vielleicht ist sie nur eine fixe Idee. Eines jener romantischen, schwachsinnigen Südseemärchen. Tja, dann gibt's ja auch diesen Swithin Hall nicht. Also wie ist das? Was meinen Sie? Naja, jedenfalls erzählt Baoti, dass er ihn kennt. Baoti hat sie doch auch beschrieben, nicht? Die Insel von Swithin Hall. Na, sie kennen doch Baoti. Der redet viel, wenn der Tag lang ist. Und die Nächte rechnen doppelt bei ihm. Meinen Sie, er hat sich auch das Windrad ausgedacht? Das Windrad, das am Hang stehen soll, über dem Bungalow von Swithin Hall? Und das für die ganze Anlage dort den Strom liefern soll. Das klingt nicht nach schwachsinnigem Südseemärchen. Das klingt real, ganz prosaisch. Sowas erfindet einer nicht, der Märchen erzählt. Meinen Sie nicht auch? Das Schlimme ist nur, dass Baoti weder Längen noch Breiten gerade angeben konnte. Er hat nur gesagt, dass es eine weite Fahrt ist von den Gilbert-Inseln. Mehr hat er auch nicht gewusst. Ja, ganz richtig. Carlson hatte mit seiner Skepsis ja recht. Zwar war die Südsee jener Tage ein Sammelbecken für abenteuerliche Existenzen von der Art eines Swithin Hall, aber auch für aus der Luft gegriffene Geschichten. Wahrheit und ungezügelte Fantasie ließen sich hier oft nicht unterscheiden. 24 Tage verbrachten wir über gottverlassenen Tiefen, ohne eine Spur von Land zu sehen. Es war der 12. Januar. Wenn wir schon nicht Swithin Halls Insel fanden, so hätten wir doch zumindest auf das Loiloi-Atoll stoßen müssen, das direkt auf unserem Kurs lag. Quatsch, warum sollen die nicht stammen? Hat er sonst immer genau in den Umgang gestellt? Das Loiloi-Atoll ist verschwunden, Herr van Weyden. Wenn wir uns überhaupt noch auf unsere Navigationskunst verlassen können, muss die Insel im Meer versunken sein. Und wir sind zweimal über sie hinweggesegelt. Oder wenigstens über die Stelle, wo sie sein müsste. Oder aber der Chronometer geht falsch. Oder ich verstehe nichts mehr von Navigation.
Muss der Chronometer sein. Immer wieder überprüfte ich unsere Berechnungen und kam jedes Mal wieder zu demselben Ergebnis. Wir lagen auf dem richtigen Kurs. Ist sicher der Chronometer. Irgendwas stimmt mit dem Ding nicht. 4 Tage und 4 Nächte war der Himmel von Wolken verhüllt, sodass wir keine Positionsbeobachtungen machen konnten. Dann gerieten wir in schweres Wetter. Um die Mittagszeit lichteten sich die Wolken und die Sonne brach durch. Die Beobachtung ergab 2 Grad 15 Minuten südlicher Breite. Der Längengrad konnte wegen des schadhaften Chronometers nicht bestimmt werden. Am Nachmittag, als die See sich schon wieder ziemlich beruhigt hatte, sichtete Albright ein treibendes Boot. Weit und breit war kein Schiff zu sehen. Die See war leer bis zur Kimme. Muss doch was draufstehen. Am besten wir heben es mal an Bord. Ja, dann können wir mehr feststellen. 20 Minuten später hatten wir das Boot an Bord. Robbenboot. Was ein Robbenfänger in dieser Gegend macht, ist mir wirklich schleierhaft. Na, Schatzsucher vielleicht. Ich kann mir vorstellen, dass das Schatzsucher ist. Zweifellos war es einem Schiff verloren gegangen, das den Namen Ghost trug. Das bewies natürlich gar nichts. Denn es mochte eine ganze Reihe Schiffe dieses Namens geben. Und schließlich, Wolf Larsen hatte damals seinen Schoner verloren. Auf der Backfisch. Aber ich war besessen von der Idee, mir selbst sagen zu können, ich habe es geschafft. Mit meinen eigenen Händen habe ich es geschafft, Wolf Larsen zur Strecke zu bringen. Auf diesem Teil des Meeres ist wirklich nichts. Auf 1000 Meilen keine Insel. Nicht mal ein Riff, um unseren Chronometer einzurichten. Land! 2 Strich Backbord! Land! Da drüben! Spitzen von Kokospalmen. Irgendein Atoll. Wirklich, Sir, eine Insel. Ach, Sie spinnen ja, Pankberg. Nein, Sir. Was kann das sein? Das war Leuertoll, ist doch klar. Das war Leuertoll, da sind wir doch längst vorbei. Aber hier gibt es nichts zu fassen. Du musst das schon sehen, ist das Leuertoll. Na, was habe ich gesagt? Ich weiß, was Sie jetzt denken. Dass da drüben ein Bungalow ist und dass auf dem Steilhang über dem Bungalow ein Windrad steht. Ja, stimmt, das habe ich wirklich gedacht. Dann wäre das die Insel von Swithin Hall. Fallen Anker! Anker ist gefallen! Komischer Laden, nicht? Wissen Sie was? Ich sehe mir das Ganze mal von rückwärts an. Ja, ist gut. Tun Sie das. Die Gedankenverbindung zu Wolf Larsen drängte sich förmlich auf. Die Auswahl der Bücher hätte von ihm stammen können. Als ich dann ein Buch nahm, fiel der erkaltete Rest einer Zigarre vom Regal. Der Rest einer jener dünnen Zigarren, die so typisch für ihn gewesen waren. Sollte das alles wirklich nur ein Zusammentreffen von zufälligen und bedeutungslosen Hinweisen sein? Ich habe ihn in einem Verschlag hinterm Haus gefunden, hat ein Nickerchen gemacht. Ich nehme an, dass es der Koch ist. Was haben Sie entdeckt? Eine schlafende Prinzessin. Ah ja? Was machen Sie mit meinem Koch? Ist Ihre Inn weggelaufen? Sie brauchen einen neuen? Wenn ich damals tatsächlich erwartet haben sollte, Wolf Larsen eintreten zu sehen, diesem Mann war ich nie zuvor begegnet. Sie werden mir die Frage nicht verübeln. Wie haben Sie meine Insel gefunden? Wir sind von unserem Kurs abgekommen. Hall. Swithin Hall. Ich muss Ihnen sagen, dass Sie die ersten Gäste sind, die ich hier bei mir habe. Das also ist Ihre geheimnisvolle Insel, von der seit Jahren die ganze Südsee spricht. Tja, jetzt weiß ich jedenfalls, wie man sie erreichen kann. Und wie? Man verzichtet auf den Chronometer, sieht zu, dass man in einen Wirbelsturm gerät und sucht auf dem Meer nach Kokospalmen. Hätten Sie vielleicht die Freundlichkeit, mir zu verraten, wer Sie sind? Anesty. Phil Anesty. Auf Fahrt mit der Kittiwake von den Gilbert-Inseln nach Neuguinea. Ich begriff sofort, dass dieser Mann eitel war. Gefährlich eitel. Und auf der Suche nach dem verlorenen Längengrad. Das ist mein Steuermann, Herr Carlson. Ein besserer Seemann als ich. Kann sich aber auch nicht helfen ohne Chronometer. Meine Frau würde sich sicher sehr darüber freuen, wenn Sie zum Essen hier bleiben. Vielleicht wollen Sie sich inzwischen etwas frisch machen. Also ich jedenfalls habe es nötig. Den ganzen Tag draußen geschuftet. Ich bitte um Entschuldigung, aber ich werde an Bord gebraucht.
Kein Mensch brauchte ihn an Bord. Carlsson drückte sich einfach. Ja, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Ein Gast. Herzlich willkommen. Ich habe Herrn Anesty zum Abendessen eingeladen. Er hat sich hierher verirrt. Ich hoffe, Sie werden sich hier wohlfühlen, Herr Anesty. Ich wusste selber nicht, warum ich einen falschen Namen genannt hatte. Ich war einfach einer Eingebung gefolgt. Ich weiß nicht, irgendwas stimmt nicht mit dieser Insel. Aber ich werde schon noch dahinter kommen. Wie soll dieser Mann, dieser Swithin Hall, eigentlich aussehen? Keine Ahnung. Jedenfalls hat der Mann da im Bungalow nichts mit den Büchern zu tun, die im Regal stehen. Er hat eine polierte Oberfläche. Aber darunter sitzt ein Reibeisen. Sagen Sie mal, haben Sie je davon gehört, dass Swithin Hall verheiratet sein soll? Soviel ich weiß, hat Bauti nie was davon gesagt. Ich weiß nicht, dass das Swithin Hall sein soll. Irgendwas ist an der ganzen Sache doch faul. Und was wollen Sie nun tun? Ich werde mich mal ein bisschen umsehen. Lassen Sie das Schiff gründlich überholen. Und wenn Sie schon dabei sind, dann sehen Sie auch das Tauwerk nach. Lassen Sie alles gründlich in Ordnung bringen. Und nehmen Sie sich Zeit. Am nächsten Tag fand mein Verdacht neue Nahrung. Was ist denn los? Ich hatte mich zeitig an Land begeben und schlenderte am Strand entlang auf die Baracken zu, in denen die Taucher wohnten. Ihr könnt rausfahren. Ja, Sir. Auf jetzt! Es fiel mir auf, dass die Kanaken fast aussahen wie ein Trupp Sträflinge, die an die Arbeit geschickt wurden. Stör ich Sie? Warum sollen Sie mich stören? Ah, nun mach doch schon! Katana, Meri. Das Gesicht kam mir bekannt vor. Es mochte einer der zahllosen eingeborenen Matrosen oder Taucher sein, die mir im Laufe der Zeit über den Weg gelaufen waren. Bagatelle Hotel. In der Ewigkeit. Verschwinde! Ah, nun ist es ja. Ach, entschuldigen Sie. Ich hätte wohl nicht mit ihm sprechen dürfen. Schon gut. Wissen Sie, die Kerle quatschen viel und sie arbeiten wenig. Wenn man nicht streng mit ihnen ist, rühren Sie doch keinen Finger, dann verdienen Sie nicht mal Ihr Essen. Ja, das kenne ich. Die machen sich lieber einen faulen Tag. Da sind sie alle gleich. Sie denken, sie wären im Paradies. Das verstehen sie gar nicht, dass sie arbeiten sollen. Was haben Sie ihm gesagt? Ich habe ihn gefragt, wie tief sie eigentlich tauchen müssen. War das falsch? Ist das vielleicht ein Geheimnis? Natürlich nicht. Wir arbeiten zurzeit in 7 Fathom Tiefe. Da draußen. Gleich hier draußen. Keine 100 Meter. Wenn Sie mit rauskommen wollen, bitte. Den halben Tag verbrachte ich mit ihm draußen bei den Booten, ohne dass es mir gelungen wäre, mehr als allgemeine Redensarten aus ihm herauszulocken. Bei Anbruch der Dunkelheit schickte ich Jackie an Land. Er sollte heimlich mit den Tauchern reden und auf diese Weise herauskriegen, was mit der Insel los war. Kurz vor Mitternacht kehrte er zurück. Viel hatte Jackie nicht mitgebracht. Ich nichts wissen, ich nicht hören können. Ganze Zeit ich da sein, weißer Mann auch da sein. Gewehr groß solches. Ich und Kanaken nicht können reden, nichts. Ich wieder hier. Immerhin hatte er meinen Eindruck bestätigt, dass die Perltaucher eher wie Zwangsarbeiter gehalten wurden. Weiß Gott, da geht's auf keinen Fall nur um Muscheln. Der Kerl ist genauso wenig Swithin Hall wie ich. Eine Woche war vergangen, ohne dass ich weitergekommen wäre. Wir wussten kaum noch, wie wir unsere lange Anwesenheit erklären sollten. So gründlich war die Kitty Wake schon überholt worden. Zu allem Überfluss ließ Carlsson jetzt noch ihren Kupferboden mit Kokosnussschalen abschaben. Übrigens musste Pankburn wie jeder andere seine Schicht unter Wasser arbeiten. Da am Ufer ständig eine Wache stand, war es ziemlich schwierig, unbemerkt an Land zu kommen und sich auf der Insel umzuschauen. Aber in der Frühe des vorletzten Tages erwischte ich einen günstigen Augenblick. Dann ließ ich das Boot zurück und ging mit einem scharfen Buschmesser auf Entdeckungsfahrt. Das Unterholz wuchs manchmal so dicht, dass ich kaum 2-3 Meter weit sehen konnte. Ich musste mir meinen Weg mit Gewalt bahnen und beim Vordringen dauernd mein Buschmesser gebrauchen, um die Äste und Schlinggewächse zu zerschneiden und Stämme mit einem Schlag umzulegen. Eigentlich waren die Stämme nur Unkraut und weich wie Rüben durchzuschneiden. Wohin das Auge sich auch richtet, schiebt sich der Wald vor, der seine Äste wie Finger ineinander faltet, und der Lauschende vernimmt immer wieder fremde, unheimliche Geräusche. Vergeblich sagt man sich, man ist allein, nichts als große Bäume ringsum, keiner da, der einem an den Kragen gehen kann. Aber nein, man will es einfach nicht glauben. Ich war noch nicht weit gekommen, als mir etwas Wunderliches zustieß. Wenn ich mich in die Denkweise eines Eingeborenen versetzte, so musste ich mir sagen, dass ich soeben einen hinterhältigen Teufel gesehen hatte, einen Aitu.
Das Aufregende war, dass er quadratisch zu sein schien. Auf manchen im Westen liegenden Inseln fertigen sie noch heute derartige Figuren an. Aber das Merkwürdige an all diesen Popanzen war, dass sie so frisch und neu wie Spielzeug aus einem Schaufenster aussahen. Es war ein Ton, den ich nie vorher gehört hatte. Ich war noch nicht weit gekommen, als mir etwas Wunderliches zustieß. Ich glaube, man bezeichnet das Instrument als Äolsharfe, obwohl ich nicht weiß, warum. Aber es mochten auch noch andere Instrumente ähnlicher Art an dem Konzert beteiligt sein. Es war gar nicht so schwer, den Sinn des Unternehmens zu erraten. Diese Götzenparade verfolgte die Absicht, seine Besucher abzuschrecken. Jeder arme Kanake, der hierher geriet, wo die Harfen rings um ihn wimmerten und diese Kerle ihn anglotzten, würde schwören, für sein ganzes Leben Teufel genug gesehen und gehört zu haben und die Gegend wie die Hölle meiden. Die Frage drängte sich auf, was steckte hinter dem Ganzen? Irgendeinen Zweck musste es ja haben, dass jener Swithin Hall diese Gegend unter Tabu stellte. Es war ein reiner Zufall, dass ich dahinter kam. Ich hatte die Suche schon aufgegeben und überlegte mir, ob ich nicht die Dunkelheit abwarten sollte, um ungesehen an Bord zurückzukommen. Jetzt ging mir ein Licht auf. Das war eine Pfanne zum Goldwaschen. Irgendwann hier von irgendwem vergessen worden. Gold. Die alte, nie sterbende Sucht nach Gold. Die Perlenfischerei unten an der Küste war nur ein rentables Nebenprodukt. Diese Gegend hier lieferte das eigentliche Produkt, um das es ging. Irgendwo hier oder doch nicht allzu weit von hier musste es eine ergiebige Fundstelle geben. Die Sprengung hatte den kleinen Kerl nicht im geringsten aus der Fassung gebracht. Er war daran gewöhnt. Offenbar wurde der Abbau von goldhaltigem Gestein mit massiven Mitteln nicht erst seit gestern betrieben. Und weit und breit keine Polizei, kein Gesetzbuch. Das Königreich eines abenteuerlichen Geistes. Ein Inselkönigreich abseits der Welt, in dem sein Herrscher die Gesetze selbst bestimmte. Ich konnte mir nicht helfen. Das alles passte auf Wolf Larsen. Es war am letzten Abend. Ich konnte kaum noch einen neuen Vorwand zur Verlängerung unserer Anwesenheit finden. Ach, pass doch auf. Da bitte. Wunderschön. Ich muss schon sagen, sowas habe ich noch nie gesehen. Die Lagune ist ganz unberührt. Sie haben die Schalen ja selber gesehen, wie alt die schon sind. Und die wertvollsten Perlen haben wir in einem Riff gefunden, innerhalb einer einzigen Woche. Das war die reinste Schatzkammer. In jeder Muschel, die wir geholt haben, war eine Perle. Häufig natürlich auch klein. Alle Erstklassigen sind in dieser Woche gefunden worden. Herrlich, nicht wahr? Ein Traum. Entschuldigen Sie, ich bin müde. Lassen Sie sich nicht stören. Gute Nacht. Ich möchte mich von Ihnen verabschieden. Bei Tagesanbruch fahren wir. So plötzlich? Ja, alle Schäden sind ausgebessert. Ah. Ich kenne nur noch nicht die geografische Länge Ihrer Insel. Ihr Mann verrät sie mir nicht. Na, ich hoffe aber, dass er sie mir doch noch sagt. Sie werden mich doch nicht in den Tod schicken wollen. Ohne Ihre geografische Länge kann ich meinen Chronometer nicht stellen. Sie sind ein viel zu guter Seemann, Herr Anesty, um Neuguinea nicht zu erreichen. Oder eine andere Insel. Und Sie, Herr Hall, sind ein viel zu guter Seemann, um nicht zu wissen, dass ich Ihre Insel jederzeit finden würde, wenn ich nur den Breitengrad entlang laufe. Also, alles Gute. Vielen Dank, Madam. Wie ist es doch mit einem Gläschen zum Abschied? Ja, sehr gern. Nehmen Sie eine Zigarre? Nein, nein, danke. Vielen Dank. Sonst rauchen Sie aber nicht. Wie hoch schätzen Sie die? Nur so etwa 80. 90.000, denke ich. Ich glaube, Sie schätzen den Wert zu niedrig ein. Etwas verstehe ich auch von Perlen. Die hier zum Beispiel. Ein vollkommenes Stück. Nicht ein Cent weniger als 5.000 Dollar. Und die Barockperlen kommen immer mehr in Mode. Ihr Wert verdoppelt sich von Jahr zu Jahr. Die kleinen habe ich gar nicht mitgerechnet. Sie haben sicher recht. Sie sind sicher mehr als 100.000 wert. Und wie hoch sind Ihre Unkosten etwa? Wenn Sie Ihre Zeit berechnen, die der beiden Weißen und die der Taucher. Naja, 5.000 vielleicht. Dann hätten Sie wenigstens 95.000 verdient. Netto. Ja, so ungefähr.
Wieso interessiert Sie das so? Ganz einfach. Ich wollte nur mal sehen, was dieser Swithin Hall verloren hat. Durch Sie. Was zum Teufel wollen Sie damit sagen? Tja, womit soll ich jetzt anfangen? Die Situation ist etwas peinlich für Sie, nicht? Was wollen Sie eigentlich von mir? Ich soll also nicht Swithin Hall sein. Wer bin ich dann? Keine Ahnung. Also schön, ich bin Captain Raffi. Ein Captain ohne Schiff. Der Robbenwilderer? Und was hat Sie in diesen Teil der Erde verschlagen? Ich brauche Geld. Und wo gibt es heute noch Robbenherden? Fast alle ausgerottet. Da haben Sie sich gedacht, auf so einer abgelegenen Insel sei dann doch noch mehr zu holen. Mhm. Aber Sie haben doch kein Schiff. Wie sind Sie dann eigentlich hergekommen? Bodenhaus. Werfen Sie die Kanone weg, Mister. Ein Schritt. Ein Mann runter ins Boot. Pinkborn hat eine Kugel erwischt. Weiter darüber. Pinkburns Verletzung war harmlos, wenn auch schmerzhaft. Aber Albright war tot. So. Na komm. Ich hatte die Kittiwake weggeschickt, um den Eindruck zu erwecken, dass wir die Insel verlassen hätten. Zugleich nahm ich das Boot und kehrte zur Insel zurück. Ich zweifelte nicht daran, dass hinter dieser Sache weitaus mehr steckte, als zutage getreten war. Weit ab und außer Sicht des Bungalows ging ich an Land. Keine Angst. Nichts tun. Nein, ich Bruder von Weißer Mann. Ich Golau Siegemann. Sie jagen Weißer Mann, jagen auch Golau. Ich zeige Weißer Mann wo Sicherheit. Ich wissen wo gut. Komm. Gut, geh du vor. Der junge Kerl war einer der beiden anderen Entflohenen, von denen der Koch gesprochen hatte. Sieht so aus, als wären wir die los. Sie können ruhig rauskommen. Ich weiß, wo Sie stecken. Sehen konnten wir uns nicht. Jeder ahnte nur ungefähr, wo der andere sich befand. Hören Sie, ich mache Ihnen ein Angebot. Ich will nur Ihr Schiff. Dafür können Sie die Insel haben und die Perlen in der Lagune. Na, was halten Sie davon? Sie brauchen nur dafür zu sorgen, dass Ihre Leute das Schiff rausrücken. Haben Sie mich verstanden? Dynamit? Aha. Was willst du machen? Ich werf ihn hoch in die Luft. Ich hab gedacht, Sie wären irgend so ein harmloser Handelsschiffskapitän. Sonst hätten Sie mich nie in die Klemme gebracht. Da. Sie wären Ihr Schiff längst los, das können Sie mir ruhig glauben. Ich muss Ihnen ehrlich gestehen, ich hab Sie auch unterschätzt. Ich hab Sie für einen gewöhnlichen Strandräuber gehalten. Und nicht für einen intelligenten Piraten, für einen geriebenen Verbrecher. Na schön, jetzt wissen wir beide, woran wir sind. Ich finde, wir sollten uns einigen. Was halten Sie davon? Nicht allzu viel, oder glauben Sie wirklich, dass ich auf Sie reinfalle? Was ist da groß reinzufallen? Ich bekomme das Schiff und Sie die Insel. Jetzt hören Sie mal gut zu. In den letzten Jahren ist die Südsee schon ganz hübsch gesäubert worden. Eines Tages sind Sie auch dran. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, schießen Sie sich eine Kugel. Genauso wie er wollte ich mit dem Geschwätz Zeit gewinnen. Das ist die einzige Chance für Sie, wenn Sie scharf darauf sind, dem Strick zu entgehen. Was haben Sie eigentlich mit diesem Swithin Hall angestellt? Ist das alles, was Sie mir zu sagen haben? So ziemlich. Also rücken Sie schon raus. Was haben Sie mit ihm angestellt? Haben Sie ihn umgebracht? Es gibt keinen Swithin Hall. Das mag schon stimmen. In diesem Augenblick wusste ich noch nicht, dass seine Leute sich heimlich von der Seite an uns heranmachten. Oder fällt Ihnen nichts mehr ein? Los, wirf! Erst jetzt begriff ich, dass wir die Gefahr aus der falschen Richtung erwarteten. Dahin! So sah ich die Sonne am nächsten Morgen aufgehen, ohne dass Kolau dabei gewesen wäre. Ich hatte die Kittiwake zur Südküste bestellt, um mich dort wieder von ihr aufnehmen zu lassen. Wenn ich mich auch nicht gerade sicher vor Raffis Leuten fühlte, so konnte ich doch hoffen, dass sie meine Spur verloren hatten.
Ich war wie betäubt vor Überraschung. Dort unten lag hoch auf dem Strand das Wrack der Ghost. Jetzt habe ich sie, Wolf Larsen. Und? Warum schießt du nicht? Deine Stimme ist die alte geblieben. Du bist der alte geblieben. Du bist nicht imstande dazu. Du hast nicht den Mut abzudrücken. Die Moral der Gesellschaft ist stärker als du. Du bist ein Opfer deiner Erziehung. So wie du denkst und fühlst, Weiden, kriegst du es einfach nicht fertig. Du kannst einen wehrlosen, unbewaffneten Menschen nicht töten. Vielleicht haben sie recht. Du weißt doch, dass ich einen Unbewaffneten ebenso leicht umbringen kann, wie ich eine Zigarre rauche. Du kennst mich. In deinen Augen bin ich doch wohl eine Schlange. Ein Tiger, Hai, ein Ungeheuer. Caliban hast du mich genannt. Und doch kriegst du es nicht fertig, mich zu töten, wie du eine Schlange oder einen Hai töten würdest. Und warum? Nur weil ich Hände und Füße habe. Und einen Körper, der so wie deiner gebaut ist. Ich hätte mehr von dir erwartet. Wo sind Ihre Leute? Wie kommt es, dass Sie allein sind? Ganz einfach. Ruffy hat die Peilmarken ausgewechselt, sodass ich aufgelaufen bin. Es war auch keine große Geschichte für Ruffy, mit den Perlen, die ich in der Lagune gefischt habe, die Mannschaft auf seine Seite zu bringen. Sie sind mit den Fangbooten weg. Und wie kommen Sie wieder zur Ghost? Ich habe sie in Sydney auf einer Auktion entdeckt und mir wieder zurückgeholt. Ich bin hier in der Südsee auf ein Vermögen gestoßen. Die Südsee ist eine Goldgrube. Ich glaube, ich muss ein bisschen in den Schatten. Na, nun hast du es doch geschafft. Ich verstehe Sie nicht. Du hast mich da, wo du mich haben wolltest. Nein, das ist nicht wahr. Ich wünschte, Sie wären weit weg, tausende von Meilen weg. Hump, du erinnerst dich doch an unser schmieriges Köchlein, Muggeridge. Ich habe ihn in Palau getroffen, in einem Andenkenladen für Touristen. Zum ersten Mal, dass er nicht dreckig wirkte. Der Kopf war säuberlich präpariert. Es war mir vorhin schon aufgefallen, dass sämtliche Bücher aus den Regalen gerissen waren und teilweise sogar zerfetzt am Boden lagen. Sein Revolver lag wie früher unter der Matratze seiner Koje. Mein Fehler war, dass ich je ein Buch aufgeschlagen habe. Weißt du, Weiden, manchmal überwältigt es einen. Man fühlt sich wie Prometheus, an den Felsen geschmiedet, hilflos. Wenn die Adler einem die Leber aus dem lebendigen Leib fressen. Er war blind, stockblind. Er hatte mich vorher nur an meiner Stimme erkannt und das Knacken des Sicherungshebels hatte ihm verraten, dass ich einen Revolver in der Hand hielt. Ja, er war stockblind. Larsen! Was suchen Sie denn noch? Sie haben doch schon alles von ihm. Ach, Sie. Sie haben ihn also umgebracht. Er hat sich allein davon gemacht. Das Beste wäre, Sie würden das auch tun. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass Sie eines Tages dran sind. Aber Sie haben es ja besser gewusst. Ohne es zu wollen, war ich zum Werkzeug seiner gnadenlosen Daseinsauffassung geworden. Diese Welt verschenkt nichts, man zahlt nach eisernen Regeln. So starb er, wie er gelebt hatte. Das, was da rollend und stampfend auf mich zukam, war die Welt, die ich mir ausgesucht hatte. Ein schwankendes, vom Wind getriebenes Stückchen Freiheit.
Eine Wahl, an der nicht zuletzt der Tote beteiligt war, für den ich keine Träne hatte.